klingt alles echt gut. Ne? Ja, nervt mich nicht, Ah, es ist ätzend alles. Survey complete. Construction complete. Oh, gerade mal 16 Uhr. Oh. Ich glaube, ich nehme Bergbaugilden, die habe ich noch nicht. Survey complete. Ja, jetzt verrecken wieder alle von mir, ganz toll. Krass, unsere Föderation generiert endlich Erfahrung. Juhu. Yay. Übrigens noch ein Grund, keine Fremdspezies aufzunehmen. Es gibt einen Malus, wenn die neu eintreten. Dann pfui Teufel. Warum habe ich jetzt minus 13 bei Energie? Nichts anderes gehabt. Bevor ich mich jetzt ein bisschen ausbreite. Technology discovered. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr angreifen wollt, ja? Yes. Frage wäre, wer? Ich schick meine Einheiten jetzt auch mal runter, aber das dauert noch 3 Jahre. Wenn die unten bei an eurer Sternfeste sind, dann können wir. Ich bin in 3 Jahren tatsächlich auch unten. Ja, dann passt das. Also mit wie sollen wir denn angreifen? Rechts von Axel, die Berserker. Ah, okay. Der Rest ist jetzt zurzeit noch unterlegen, da ist das egal. Und dieser Schwarm, der breitet sich halt richtig heftig aus. Ja. Ja, wobei Ralf hat halt über so rechts über sich auch noch einen Schwarm. Der hat aber nur ein System. Der rastet aber auch nicht so krass aus. Ja. Ele, für dich schon mal. Du kannst dich bis zu Terra, wo wir da zusammen verbunden sind, bis Terra sich gerne ausweiten, ne? Lukas? Ja? Bei Rimok im Süden meines Reiches habe ich ein weiteres Wurmloch entdeckt. Seh's. Meinst du Terra? Ja, ja. Okay. Weil die anderen Gebiete daneben wollte ich mir nehmen. Ja, kein Problem. Ich wollte sowieso nach oben rechts expandieren. Zu meinem Freund. Mhm. Gut. Wie kann man eigentlich diesen Handelswerten benutzen? Du baust eine Sternbasis und dann baust du dann eine Handelsplattform und dann verbinden die sich von Handelsplattform zu Handelsplattform.
Aha. Und was bringt mir das? Handelswert. Ich habe keine Ahnung, was es tatsächlich bringt. Ich glaube, das generiert in irgendeiner Art und Weise Ressourcen. So eine Sternenbasis brauche ich dafür. Genau, und du brauchst auf jeden Fall ein Handelsdepot dafür. Survey complete. Hauptsache das schwarze Loch, was ich hier entdeckt habe, das heißt Ende des Lichts, Light's End. Auch nicht schlecht. Kannst du da noch gar nicht machen. Ich dachte sogar gleich eine Forschung, da können schwarze Löcher erkunden. Das ist mega. Dann irgendwann habe ich dann auch schwarze Materie. Kannst du auch. Kann erforschen. Im Apokalypsen DLC sind auch wieder die Warp-Antriebe und Hungertriebe dazugekommen, die kann man dann später erforschen. Ja, nice. So, wir sollten uns aber jetzt gleich darauf konzentrieren, dass wir angreifen, bevor die weiter nach. Westen expandieren, weil sonst knutschen die meine Angriffszone und da habe ich keine Schiffe. Ja. Wie gesagt, ich bin auch gleich da. Können wir. Technology discovered. Also meine Hauptflotte. Construction complete. Nein, ich will nicht dieser scheiß galaktischen Gemeinschaft beitreten. Das möchte ich tatsächlich auch nicht. Nein, wir haben keine Zeit für diesen Unsinn. Bringt doch nichts. Nö. Da wir ja eh alle vernichten wollen, dementsprechend. Richtig. Die nervt es halt einfach immer noch, dass ich die falsche Dings gewählt habe, ne? Dass ich die nicht einfach ausradieren kann. Ich bin bei so einem Güter Minus und. Also da. Bin auch allgemein im Plus, aber ich hab halt ein Minus, ne? Ich bin da gerade nicht. Ich habe nur zwei Kolonien und ich habe schon ein anderes Direktdokument ausgebaut. Technology discovered. Technology discovered. Survey complete. Technology discovered.
updated. Lukas? Ja? Kannst du mal ganz kurz stoppen? Ja? Ja, ist auf Pause. Ja. Oh, schön, schön, schön. Ich komme sofort wieder, schon mir nochmal schnell was Organisches zu essen, Sekunde. Jo. Ja. Oh Gott. Was hast du da? Nee, bei mir ist gerade die Musik komplett ausgegangen. Ich will nicht einfach raustappen, während wir am Laufen sind. Weil ich weiß nicht, ob dann irgendwas passiert, weißt du? Ich dachte, es geht um was Wichtiges, ey. Musik ist für das Ding für mich. Theoretisch kannst du einfach raustappen, ohne dass was passiert, weil noch sind wir nicht in der, in der Zeit, wo wichtige und schlimme Sachen passieren. Richtig. Das Schlimmste, okay, was passieren kann, ist, dass du irgendwie Forschung um ein paar Tage überziehst. Ja. So, da bin ich. Jo. Weil wir sind im Frieden und es steht noch keine Katastrophe im Raum, also alles gut. Ja. Ja, okay. Dann glaub mal, also wenn wir jetzt spontan Krieg kriegen, dann wird sie das mitkriegen. Dann wird hier irgendwer schreien. Okay. Gut. Ja. Go. Läuft wieder. Technology discovered. Gute ist, dass unsere Angriffsziele nicht von der galaktischen Gemeinschaft betroffen sind. Ganzen Narren. Construction complete. Special project complete. Survey. Gesundheit. Danke. Dein Sternentor hier in der Base führt übrigens in ein Reich von einem anderen Alienvolk. Oh, nice. Ja. Kannst du mal bei Rimok unten mal gucken? Bin schon unterwegs. Ich habe gerade vielleicht organische Wolken freigelassen. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Organische Wolken ist gleich Furz oder was? Ja. Alles klar. Ja, okay, Lukas ist noch 4 Klicks entfernt. Was bin ich entfernt? 4 Klicks. So bezeichne ich den Abstand zwischen den verschiedenen Sternsystemen. Ja, meine erste Flotte auf jeden Fall, ja. Und ich bin auch noch 7 weg. Meine zweite kommt jetzt da gleich. Bei welchem treffen wir uns? Wo ist deine Flotte? Noch am Anfang. Lassen wir es. Die darfst du gerne nach Olimar schicken. Es könnte nämlich sein, dass ich da angegriffen werde. Und dann kannst du von da aus unterstützen. Olimar ist meine südlichste Sternbasis. Ja, falls er sich bis dahin ausgebreitet hat und angreifen will. Ja. Beziehungsweise wenn wir Krieg anfangen, dann kann er auch da einfallen. Das wäre echt kacke. Ja, das wäre richtig kacke. Also wenn du dich da jetzt einfach ganz spontan hinbewegst, dann können wir jetzt auch direkt angreifen. Gut, bewege ich mich gerade hin. Okay, dann muss Axel gleich mal den Krieg erklären. Warte, habt ihr irgendwelche Ansprüche gestellt? Nee, ich tatsächlich noch nicht. Können wir auch gar nicht, das ist ein Schwarm.
Ach, also totale Vernichtung oder gar nichts? Ja. Ja, dann okay. Also von mir aus können wir jetzt auch angreifen, weil meine Hauptflotte ist jetzt auch gleich da. Rate nochmal eben meine Flotte ab und dann... Bam, 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 bangity bang, bam, bada, bang, bang, bang. Nein. Hier, Heimatbasis setzen. Flotte auf neueste Designs. Und auf minus 35 bei Energiecredits und bei minus 50 bei... Das ist widerlich, ne? Ach, mal gar nicht. Ich bin schon die ganze Zeit im Minus, aber nicht mehr so stark wie eben. Brauch einfach ein, zwei Kolonien mehr, wa? Das ist halt... Lochstabilisierung. Das Wurmlöcher zu reißen. Cool. Ja, ich hab die Wurmlöcher bei dir schon erforscht und... Das Wurmloch bei dir ist tatsächlich am interessantesten, weil das irgendwie an die anderen Ende der Galaxie führt. Sag mal, was lohnt sich eigentlich noch hier bei den Traditionen? Ich habe jetzt Ausbreitung und Entdeckung voll. Was würde sich noch lohnen? Wohlstand. Ja. Und Dominierung. Gut, dann gehe ich erstmal auf Wohlstand und dann auf Dominierung. Also ich habe Ausbreitung, Vorherrschaft, Entdeckung und Dominierung. Und Entdeckung habe ich zuallererst gemacht wegen dem 10%igen Forschungsbonus. Dann nehme ich mir erstmal das. Und Dominierung mache ich jetzt. Wohlstand, also es, die sind eigentlich alle gut. Ist halt leider so. Technology discovered. So Leute, von mir aus können wir Krieg führen. Meine Einheiten sind jetzt da und meine Angriffsarmee ist auch da. Meine auch. Warte, meine Flotte upgradet gerade noch. Meine Flotte ist unterwegs. Am besten stellst du deine Einheiten auf Fun Deal, Ralf. So ein guter Punkt. Können wir noch ganz kurz warten? Ich würde noch eben einen Kreuzer basteln. Ja. Ich schreie sofort, wenn der fertig ist. Ich will ihn aber gerne mitnehmen in der Flotte. Alles gut, du bist der Kriegsherr. Mal bestimmt, ja, das ist sogar ein offizieller Titel bei Warhammer. Das wusste ich natürlich. Elias, kurze Frage, wie geht das? Was? Dieses, das, was du mir gerade gesagt hast. Fun Deal. Das ist ein, ja. Das ist ein System. Zwei Achso. Klicks von Olli Mavic. Ach, da haben wir's. Fun Deal. Alles klar, bewege ich mich schon. Eine Frage, kurz bevor der Krieg losgeht, kann mir jemand eventuell noch Konsumgüter zur Verfügung stellen? Nee, ich finde Minus. 2.000-3.000 würden reichen, damit ich erstmal über die Runden komme. Boah, was sprechen die für eine Sprache, die Leute, Alter? Nervig.